Hallo zusammen, da bin ich wieder, die Mandy vom Kanal Mandy strickt jeden Tag. Tupac steht vor der Tür und will rein. Und den musste ich aber rausschmeißen, der ist ganz wild heute, hat mich gerade schon erwischt, als er nach Wolle, als ich jetzt hingeräumt habe und er nach Wolle geschlagen hat. Und er hat sehr scharfe Krallen. Ja, das ist wahrscheinlich heute die letzte Folge, die letzte UFO-WIP-Folge, wobei die Sachen, die WIPs, die ja jetzt zu UFOs werden, weil die mit in die Kiste kommen, in die Box. So, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja, genau, ich fange einfach mal an. Hier haben wir in dieser wunderschönen Tasche. Warte, hier ist der Wolf. Die Wölfe. Auf der anderen Seite auch Wölfe, ja. Ja, da ist der angefangene Pullover für meinen Mann. Der hat keine Eile, weil mein Mann halt eigentlich keine gestrickten Sachen von mir trägt. Aber ich habe ihm trotzdem mal einen angefangen. Und zwar ist das, habe ich den angefangen im Workshop mit dem Thorsten Duitt. Der sieht bis jetzt so aus. Und es ist ein wunderschönes Gestrick, also ganz tolle Haptik und ach, das sieht einfach nur toll aus. Das sind die Raglan-Nähte. Und der wird natürlich auf jeden Fall weiter gestrickt. Für den wäre es wirklich mal gut gezogen zu werden, damit der mal weiter gestrickt wird. Der ist wunderschön. Ich stricke den mit Jagu, ich glaube eine Dreier Jagu. Und das ist die Wolle. Oh, ich habe keine Banderole. Stehen die gerade noch irgendwo gesehen? Ah, hier. Stricke die mit der Cool Wool Vintage von Lana Grossa in Graugrün. Oh, das kann man aber nicht. Also ich kann das gerade gar nicht als Graugrün sehen. Das Licht war eigentlich gerade noch ganz gut. Ja, vielleicht so. Also es ist. Oh, guck mal, sieht das? Knoten. Das ist ein Graugrün. Ja, der wird wunderschön, das weiß ich. Und deswegen wird er auch weiter gestrickt, natürlich. So, dann haben wir hier in dieser Fuchstasche. Ah, Weihnachtssocken. Ja, genau, die hatte ich ja auch noch angefangen. Oh, die sehen aber schön aus. Das sind angefangene Weihnachtssocken mit wunderschöner, glitzernder Weihnachtswolle. Oh, das sieht schön aus. Da habe ich dazu auch eine glitzernde Sockenwolle von Lana Crossa gekauft und habe das hier oben mir selber ausgedacht. Das sind, oh, hoffentlich weiß ich das noch, wenn ich den zweiten machen will, was ich hier gemacht habe. Oh, ich glaube, das kann man erkennen. Also ich habe hier einfach ein paar Reihen links gemacht und dann diese Nupsis in regelmäßigen Abständen. Dann zwei rechts, zwei links Muster. Dann diese schöne Weihnachtswolle, die Herzchenferse, die ich immer mache. Und dann ging es los, dann habe ich hier irgendwie, war ich unkonzentriert und habe hier immer vergessen, für den Spickel abzunehmen. Und dann sind sie irgendwie liegen geblieben, weil ich mich darüber geärgert habe. Theoretisch müsste ich hier nochmal aufribbeln, aber das ist natürlich auch Quatsch für so Socken, ne? Das ist eine 2,25 von Jagu. Und die Wolle zeige ich euch auch. Das ist einmal, oh, da ist eine Seife drin. Das ist einmal die Late Night von Lana Grossa. Das ist diese grüne einfarbige Glitzerwolle. Und einmal die Meilenweit Christmas von Lana Grossa. In diesen auch schön glitzernden. Voll schön. Und die ist auch schön weich. Also für Glitzerwolle ist die sehr schön weich. Ja, beide. Die ist noch weicher hier. Aber die ist ein bisschen dicker. Die hat 200 Meter auf 50 Gramm und die hat die üblichen
210. Also 420 auf 100. Habe ich jetzt 100 gesagt? Also 200 auf 50, 420 auf 100. Ja, die werden auf jeden Fall, kommen die in die Box. Oh, da ist Seife drin. So. Dann haben wir in dieser wunderschön, in diesem wunderschönen Projektbeutel. Ah, da ist mein Schal des Lebens drin. Ja, der ist auch schön. Den will ich auch weitermachen. Der ist auch richtig weit schon. Ja, weiter bin ich nicht gekommen, aber ich finde den total schön und werde den auf jeden Fall weiter stricken. Ganz weich. Ja, der ist von diesem Jahr und da ist diese Wolle hier. Cool Merino Big in verschiedenen Farben. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die ist auch sehr weich. Schal des Lebens. Nee, habe ich das hier drin, die Anleitung? Oh, habe ich die Anleitung nicht hier drin? Das wäre jetzt ein bisschen doof, ne? Nee. Aber dafür habe ich Taschentücher drin. Und eine Seife. Aber die Anleitung nicht, das ist schlecht. Den Karton habe ich weggetan. Also wenn jemand die Anleitung noch hat, es richtet sich an die, die ich hin und wieder sehe aus Stricktreffs. Ich weiß auch, dass aus meinem Stricktreff hier in Altena sich den welche gestrickt haben. Wenn ihr die Anleitung noch habt, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr die mir zur Verfügung stellen könntet, weil irgendwie habe ich die nicht mit hier reingepackt. Ja, Schal des Lebens wird weiter gestrickt. Haben wir hier einen kleinen Beutel mit einer Nummer drauf. Das heißt, da müsste eigentlich was Altes drin sein. Tupac, nein. Ach, hier ist er. Hier ist er. Also alles zurück. Ich habe die Anleitung gefunden, die ist rausgefallen. Ich will das eben hier reintun, wie sie wieder weg ist. So, da ist er. Wunderbar. Alles gut. So. Ach nee, da ist nichts Altes drin. Da sind diese Socken drin hier, oder beziehungsweise diese eine fertige Socke und die angefangene. Aus dieser Wolle hier, dieser sehr farbenfrohen. Also für mich wäre das gar nichts, diese Socken. Aber zum Verschenken sind die gut. Ich habe da eine Größe 38 gestrickt, sodass ich die zum Beispiel meiner Mutter geben kann, die ja immer mal gerne für ihre Nachbarin, ihre Nachbarin welche gibt, weil die so kleine Sachen für sie erledigt. Ja, die Wolle weiß ich nicht, was das ist, aber es fühlt sich an wie eine Sockenwolle. Stricke ich aus den Unicorn von Adi. Und die zweite Socke ist noch nicht sehr weit. Aber die kommen auch in die Box. So. Dann. Ah ja. Das sind Socken für meine Mama. Das sind kurze Socken. Also so hat sie sich die gewünscht. Im Grunde Sneaker, aber mit einem breiten Bündchen hier oben. Und die stricke ich aus dieser wunderschönen Wolle, wunderschönen bunten Wolle. Die finde ich wirklich toll. Und ich habe die Banderole nicht mehr. Aber ich weiß, dass das Online Supersocke mit Seide ist. Vierfach. Und die stricke ich auch wieder mit einer 2,25 Chaco Red Lace. Die kommen auch in die Box. So, dann haben wir hier eine wunderschöne Tasche. Die war, glaube ich, von Kohlbecker Island, die Tasche. Steht das da irgendwo drauf? Drin? Drauf drin? Ja. Ist ein Shop, den ich sehr gerne mag, von auf Etsy. So, und da, oh,
Der ist auch schön. Den mag ich auch. Den möchte ich auch gerne haben. Der strickt sich aber schon langwierig, ne? Da ist, und ich bin mitten in der Reihe, mein Half and Half drin. Und das, soweit bin ich erst. Also noch gar nicht weit. Hab noch ganz viele Maschen auf der Nadel und erst hier so viel verkürzte Reihen gemacht. Der Half and Half, eine Anleitung von Pearl Soho. Kostenlos, glaube ich sogar. Ist das richtig, was ich sage? Ich glaube schon. Ach, Tupac. Dann lasse ich dich noch mal rein, aber du darfst hier nicht alles jagen. Moment, ich lasse nochmal eben rein. So, der wollte gar nicht hier rein, sondern nebenan ins Schlafzimmer. Der schläft dann nämlich manchmal unten im Bettkasten. So. Ja, ich stricke das aus der wunderschönen Wolle von Sammeline Dyeworks. Und zwar einmal dieses Grau mit braunen Sprenkeln und einmal dieses Beige mit diesen Rostsprenkeln. Finde ich wunderschön. Beide Garne und die Kombination finde ich auch ganz toll für den Half and Half. Ja, den möchte ich natürlich gerne weiter stricken. Da freue ich mich schon. So. Dann zeige ich euch mal dieses Ofo. Ja, das ist eigentlich kein Ofo, aber irgendwie doch. Und zwar ist das mein Flex, den ich erst vor kurzem gestrickt habe, der wunderschön ist. Aber ich habe den zu klein gestrickt, bewusst eine Nummer kleiner gestrickt, weil ich gedacht habe, dass diese 100% Merino-Wolle wächst. Ist er aber nicht. Und ja, ich nehme mir auch jetzt wieder vor, ein bisschen abzunehmen, aber erstens nicht so viel und zweitens, ich möchte den eigentlich gerne tragen und der sollte auch eigentlich ein bisschen oversized sein. Und ich habe noch mehr. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, warte, jetzt fällt hier alles raus. Ich habe noch einen ganzen Strang und noch ein bisschen. Das ist diese Wolle hier. Die finde ich total schön. Hier ist so ein Salbeigrün mit so braunen Sprenkel. Zeige euch das am besten einfach mal. Mint Chocolate Chip. Ja, finde ich ganz toll, die Wolle. Oh. So, also ja, ich werde den ribbeln und zwar bis ich die, wo ich die Ärmel abgeteilt habe. Und dann werde ich einfach mehr Zunahmen machen und den dann weiter stricken nochmal. Weil das ist einfach, ich habe den jetzt schon lange fertig und ich hatte den noch nicht einmal an, weil der einfach zu eng ist. Der ist ein bisschen zu kurz und zu eng. Also ich passe rein, aber es sieht halt einfach nicht schön aus, ne? Und deswegen wird der geribbelt und neu gestrickt. Also ich ribbel den, wie gesagt, bis hier zur Raglan-Naht. Und dann nehme ich einfach nochmal so einen 5 cm weiter zu. Dann habe ich an den Ärmeln mehr Länge, da brauche ich sie, mehr Weite, da brauche ich sie auch und am Körper auch. Und dann stricke ich ihn wieder runter. Und dann habe ich auch die Wolle besser ausgenutzt, ne? Deswegen ist das ein Ofo. Ja, das kommt in einen Beutel rein und wird zu einem Ofo. Tue ich das mit bei. So. Dann habe ich hier noch ein altes Schätzchen. Der stand aber da, weil ich den schon bereitgelegt hatte. Und zwar habe ich hier diese wunderschöne Jacke angefangen. Mit ganz vielen verschränkten Maschen und Zöpfen.
Das ist auch relativ eng, aber das ist ein Sommercardigan. Der kann ruhig so sein, finde ich. Und außerdem ist er auch dehnbar und das ist auch Merino. Ach, ich denke, das ist okay. Ja, das ist eine schöne Strickjacke. Da will ich hier in die Zöpfe noch Punkte reinsticken. Also in das Rosa hier oben kommt dann Punkte in diesen Lila rein und umgedreht. So. Da habe ich also das Rückenteil fertig und ein Vorderteil angefangen. So. Da benutze ich diese wunderschönen Dreiernadeln von Prüm Ergonomics, mit denen ich sehr gerne stricke. Und ich habe noch ganz viel von der Singulo dafür, aber schon gewickelt alles. Finde ich auch sehr schön. Und das ist eine Anleitung aus diesem Buch. Und da sind ganz viele Anleitungen drin. Das Konzept finde ich super, wo man was strickt und dann was einstickt. Jetzt zeige ich euch das mal hier. Also hier ist nochmal die Jacke. Die finde ich wirklich toll. Wobei hier bei der das Eingestickte sogar ein bisschen verloren geht. Und hier seht ihr das nochmal. Seht ihr, dass hier so Punkte drin sind, ne? Bei mir wird man die mehr sehen. Ja, die finde ich total schön. Das ist also auch eine Jacke, die so eng sitzt. Ja, da freue ich mich schon drauf. Die möchte ich weiter stricken. Aber die ist halt schon aufwendig, ne? Das Buch finde ich ganz toll. Da sind ganz viele schöne Sachen drin. Und ich finde auch die Art, wie die Anleitungen geschrieben sind, schön. Ach, das ist auf Englisch, ne? Also es ist komplett auf Englisch. Guck mal, ob ich gerade noch was finde, was mir gefällt. Also hinten sind auch einfach nur noch so Muster drin. Das finde ich auch toll. Also es sind auch viel einfach nur so Muster drin, wo man dieses Eingestickte mitverarbeiten kann. Ne? Ich zeige euch mal hier nochmal so ein kleines Bild. Das ist hinten drauf. Ja, ist ein schönes Buch. Ja, die Jacke, die ist schon sehr lange in Bearbeitung. Und das ist übrigens hier die Tasche von dem Sockenclub, den ich mal bei Pearl Knit hatte. Die andere Tasche, ich weiß das gar nicht mehr. Eine war vom Adventskalender. Könnte auch die sein. Ja, es kann sein, dass das die vom Adventskalender ist. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine schöne Tasche hier drin mit so einem tollen Muster. Aber die gibt es ja nicht mehr, ne? Die Taschen. Ich meine, die Annika, die kann man ja auf Instagram folge ich ihr. Die macht immer noch schöne Sachen, strickt sie und macht auch so kleine Reels. Das finde ich ganz gut. Jetzt war mein Sohn gerade hier oben, hat die Tür zugemacht. Jetzt heult Tupac wieder vor der Tür. So, ja, die wird weiter gestrickt auf jeden Fall. Ich lasse mal eben Tupac rein. So, da bin ich wieder. So, nächster Beutel. Ah ja, sehr schön. Das wird auch auf jeden Fall weiter gestrickt. Ich zeige euch direkt mal die Anleitung, weil ich die gerade griffbereit habe. Da sind sowieso so schöne Sachen drin im Heft. Das ist dieser Slip-Over. Das ist ein Heft von Lana Grosser. Nordic Knits. Und ich bin so weit.
Das werde ich vielleicht weiter stricken, wenn ich wieder zum Stricktreff zur Anke gehe. Ab dem neuen Jahr. Also schon am 2. geht es wieder los. Schön, ne? Ach, siehst du, das ist natürlich eine Unterbrechung meines Systems, weil ich, wenn ich zu einem Stricktreff gehe, ja immer was mitnehme von demjenigen, der das Stricktreff ausrichtet. Das heißt, wenn ich gerade nichts stricke, wo ich die Wolle bei der Anke gekauft habe, dann suche ich halt aus meinem Schrank was raus von ihrer Wolle und nehme das mit zum Stricktreff. Oder wenn ich zur Steffi fahre, hier Zauberkunstgarne, mache ich das genauso. Ja. Oder ich werde vielleicht auch nochmal oder bestimmt nochmal in den Maschenladen zum Stricktreff gehen. Da habe ich auch noch was, was ich da mitnehmen kann. Das stricke ich aus der Brigitte Nummer 2. Übrigens ein sehr schönes weiches Garn. So ein Strickschlauch. Wirklich toll. Ganz weich. Das ist Alpaka, Baumwolle und Schurwolle. 140 Meter auf 50 Gramm. Ja, da freue ich mich schon drauf, den weiter zu stricken. Ja, halt, Zeitschrift muss noch mit rein. So. Eigentlich? Ui. Ui, ja, genau. Den muss ich auch noch fertig stricken. Hier sind da ganz schöne Fusseln drin hier. Das ist mein Pullover. Mein wunderschöner, weicher Pullover aus der Bella. Sehr oversized und mit ganz viel Muster. Ich zeige euch jetzt mal verkehrt rum. Das ist also unten. Und da oben ist der Halsausschnitt. Andersrum. Halsausschnitt. Und da bin ich jetzt am ersten Ärmel. Das riecht ganz, 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 ganz toll. Ah, der wird auch schön. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ah, hoffentlich ziehe ich den bald. Der ist auch wunderschön, wunderschön. Eine Anleitung von Drops Blue Porzellan heißt die. Das sind auch Taschentücher drin. Das ist immer, wenn ich das mit zum Stricktreff hatte, ne? Dann tue ich da, dann nehme ich oft nur den Projektbeutel, tue da mein Handy rein und Taschentücher und das mehr brauche ich nicht zum Leben. Und Strickzeug natürlich. Bella. Von Lana Grossa. Wir haben ja hier wieder Hochwasser gehabt in Altena und dann ist das bei mir so, dann habe ich so den Gedanken gehabt, wenn das jetzt, wenn wir irgendwie evakuiert werden müssen oder so, ne, welche Strickprojekte nehme ich denn dann mit? So weit ist es, ne? Ich habe nicht überlegt, welche Ordner oder Alben oder also Fotoalben oder sonst irgendwas, welche Papiere, sondern ich habe überlegt, welche Strickprojekte rette ich, ne? Ja. So verrückt muss man sein. Aber wenn man sonst keine Sorgen hat, ne? Also ehrlich. Ja, mein Blue Porzellan aus der Bella. Was trinken? Ich müsste heute unbedingt noch putzen und so, ne? Also Staubwischen, Staubsaugen wollte ich, ein bisschen Wäsche wegräumen. Aber ich habe so einen Muskelkater, ne? Ich würde mich gleich am liebsten auf die Couch setzen und einfach nur stricken. Ich habe gestern Beine trainiert und war heute Morgen joggen. Und das weiß ich, dass man das nicht darf. Aber heute war es halt mal trocken, ne? Und nicht so windig. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, das gefällt mir. Das sind in einem kleinen Beutel kleine angefangene Socken aus einem Sockset vom Adventskalender von der Steffi von Zauberkunstgarne. Mit der habe ich heute Morgen noch telefoniert und wir haben uns noch einen guten Rutsch gewünscht. Ist wirklich eine ganz, ganz nette. Und ja. Das ist doch schön, ne? Ist das nicht schön? Oh, ich finde das total schön. Und die wären für mich. Die behalte ich. Die kriegt keiner. Ja, das ist die Wolle. Die habe ich mit der Hand gewickelt. Abends auf dem Sofa. Das mache ich manchmal ganz gerne. Ist auch entspannend. Und, ups, da ist sie.
weg. Das ist hier die Banderole. Das ist ihr Logo, Zauberkunstgarne. Und hier ist ihr Shop. Und das ist die Base Twisty Soft Magic Forest. Ja, so. Ein letzter Beutel. Ach nee, Moment, hä? Ach hier, hier liegt noch was. Hier liegt noch was. Ah, und das ist mein schöner angefangener, wie heißt er noch? Avene? Heißt der so? Oh, ich krieg's jetzt gar nicht auf die Reihe. Von Jennifer Steingas. Soweit bin ich da. Das ist ein Colorwork Pullover. Ich zeige euch den mal. Ich habe hier extra mein Tablet heute mal mitgebracht. Warum, werdet ihr gleich noch sehen. Jetzt habe ich zur Seite sprechen, geht nicht gut ohne Mikro, ne? Also ich habe mein Tablet heute mal mitgebracht. Und warum, das zeige ich euch dann gleich noch. Avena heißt er. Warte mal, mach mal hochkant. Ist besser. Der. Der wird das. Da, aus der Sky von Drops, und ich glaube, das ist eine gute Wahl, eine gute Entscheidung gewesen, weil ich glaube, dass der richtig toll wird. Es ist so weich und es ist auch, glaube ich, sehr gut für Colorwork geeignet. Ja, der wird natürlich weiter gestrickt, da freue ich mich schon drauf und hoffe, den bald zu ziehen, aber das werden wir sehen. Ich habe heute Morgen gerade eben nochmal drüber nachgedacht, wie das, ja, dass das halt, dass ich eigentlich gerne gerade angefangene Projekte fertig stricken würde und dass es dann doof ist, wenn ich die erst in einem Jahr ziehe. Aber ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass ich die Sachen brauche zum Anziehen. Ich habe ja so viele selbstgestrickte Pullover, ich könnt ihr euch vorstellen, ne? Aber ich trage die alle, ne? Also es ist jetzt nicht so, ich habe ganz selten mal welche in die Altkleidersammlung getan, die halt, die ich einfach lange nicht mehr anhatte, die mir nicht mehr gefallen haben. Aber ansonsten trage ich alle meine Stricksachen. Ich ziehe halt fast jeden Tag was Gestricktes an. Ich gucke dann immer meine ganzen, ich habe zwei Bereiche, wo ich die gelegt habe. Einmal im Schrank und einmal habe ich die jetzt neben meinem Bett auf so einer Kommode gestapelt und dazwischen natürlich überall Lavendelsäckchen. Da gucke ich immer drauf und ja, und da gucke ich immer, was ziehe ich morgen an oder heute morgens halt. Es kommt immer drauf an. Ja, und ich brauche ja nicht jetzt unbedingt diese Anziehsachen, ne? Deswegen geht es ums Strickvergnügen und das habe ich dann halt in einem Jahr. Ich werde ja nicht aufhören zu stricken, da gehe ich nicht von aus. So. Also, ich habe hier neben mir noch Sachen liegen. Dazu komme ich gleich. Dann zeige ich euch erstmal meinen wunderschönen, unbedingt strickfertig. Jetzt habe ich mich verheddert in den Worten. Also, der muss unbedingt fertig gestrickt werden. Mein wunderschöner Pierre-Pullover für mich. Das ist hinten. Ach ja, bei dem war ja das Loch vorne. Ne? Ich habe gerade gedacht, das ist. Also, das ist. Das ist wirklich ein bisschen unglücklich, finde ich, bei dem Pullover, weil sowohl hier der Anfang als auch hier diese Wendegeschichte sind vorne und da entsteht halt einfach ein Loch. Ich meine, bei ihm sind ja hier weitere Löcher, die habe ich aber weggelassen, aber dieses konnte ich nicht verhindern. Das muss ich dann halt zunehmen, ne? So, der ist lang und weit, so wie ich es gerne mag. Also wie ich es gerne mag, auf eine enge Hose, eine enge Jeans oder eine Leggings und Stiefel dazu. Das ziehe ich total gerne an und ich finde ihn total schön. Das ist die Tasmanian Tweed von Atelier Citron. Und die finde ich total schön. Ja, da müssen noch die Ärmel ran.
Und das dürfte ja wohl kein Problem sein, ne? Weil das Muster war sehr kurzweilig. Als ich den gestrickt habe, war es nicht mehr kurzweilig, weil das war der dritte, ne? Also ich hatte zwei für meine Söhne gestrickt und oder ich hatte den angefangen und dann mir überlegt, für Weihnachten letztes Jahr zwei für meine Söhne zu stricken. Und dann ist der liegen geblieben und danach, nach diesen beiden, hatte ich einfach keine Lust mehr da drauf. Und deswegen lag der jetzt hier die ganze Zeit. Aber den stricke ich auf jeden Fall weiter. Sehr gerne sogar. So, dann ist hier in dieser Filztasche noch einer, da kann man noch nicht viel erkennen. Und ich kann euch jetzt auch nicht die Anleitung zeigen, weil die hier nicht ist. Das ist so ganz kleiner Anfang. Ein dunkles Braun und hier so ein Gelb. Und dann kommt noch diese Farbe und diese Farbe. Und diese Farbe. Warte, ich nehme das Gelb auch noch mit dazu. Habe ich die schon? Ja, die habe ich schon. So, das sind also diese Kontrastfarben. Und das ist die Hauptfarbe. Und daraus stricke ich, den Pullover heißt, glaube ich, irgendwie Coffee aus einem Buch von Annette Danielsen. Und ich glaube, das war das Buch Stricken für Zeitvergesser. Da ist der, glaube ich, drin. Da entstehen so Kreise, kleine und dann immer größere. Es nützt euch jetzt nicht viel, aber ich hole jetzt das Buch nicht. Das ist auch ein Colorwork-Teil. Das ist noch nicht sehr weit, ne? Aber der wird auch weiter gestrickt. Den wollte ich nämlich schon immer mal haben. Und ja, das wird weiter gestrickt. So, die zwei Projekte sind hier drin schon immer. Und jetzt zeige ich euch noch zwei Decken. Und dann kommen wir noch zu was anderem. Wie Zeit? Ja, das ist gut. Zeit ist gut. Und zwar haben wir hier einmal meine Restedecke von Sockenwollresten. Und da bin ich so weit. Also, die ist recht breit. Wenn ich sie ein bisschen ziehe, ist sie so breit wie meine Armspanne. Also, das wären dann 1,80. Und ich habe bis jetzt drei Reihen und eine angefangen. So, das ist diese Cozy Memory Blanket, wo ich Sockenwollreste eingestrickt habe und weiter einstricken werde. Ja, und die kommt halt jetzt mit in diese Kategorie, stricke eine Woche an deiner Decke. Und da, wenn ich das ziehe und an dieser Decke arbeite, da habe ich richtig Lust drauf, weil das macht nämlich eigentlich richtig Spaß. Das macht richtig Spaß, den Rest rauszusuchen, den man nehmen will und dann diese Quadrate zu stricken. Das ist entspannt. Ich webe immer direkt die Fäden ein, sodass ich überhaupt nichts zu vernähen habe hinterher. Da stricke ich dran weiter. Da freue ich mich schon drauf. Habe ich hier eine Nadel drin? Ja. Da habe ich eine Adi. Ich würde tippen, eine 2,5, würde ich sagen. Oder ist das eine 3? Könnte auch eine 3 sein. Ich sehe gerade nichts zu messen. Nee. Ja, da stricke ich dann dran weiter. Jetzt lege ich die mal wieder ordentlich zusammen. Die waren nämlich gut zusammengelegt da drin, ne? Das machen wir jetzt mal wieder. Ich kann mich an die Socken, wenn ich da jetzt so mit rumhantiere, dann sehe ich immer Wolle und denke, ah ja, die Socken hattest du genau. Ja. Hier, das ist die Tweedwolle, wo ich erzählt habe, aus dem Buch, aus dem Aldi-Buch, wo ich mir Socken draus gemacht habe, die weg sind. Seht ihr, das ist genau die Wolle, wie auch die Abbildung im Buch ist. Die Socken sind einfach weg. So. Ich vermute, dass ich die mal in dem Urlaub liegen lassen habe. Unterm Bett oder was? Keine Ahnung. So, das ist die eine Decke und die andere Decke, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Das war gerade der Grund, warum Tupac mich erwischt hat, weil da hängen ja hier die Bamseln dran und die fand er total klasse. Das ist die
Starflower Blanket, wo man hier diese Sterne strickt. Wunderschön, aber nicht ganz ohne. Also kein spannender Filmprojekt, finde ich. Ich habe diese vier Farben. Warte, ich versuche die mal alle gleichzeitig zu zeigen. Diese vier Farben. Und ich will da eine richtig große Decke machen. Die sind also auch schon gewaschen und ausgelegt. Der eine ist verkehrt rum. Und dann nehmen die nämlich diese schöne Form an. Und ja, das ist die Charisma von Drops. Und ich will da eine schöne große Decke machen. Und da habe ich auch Lust drauf, wieder ein paar zu stricken. Das ist auch schön. Ah, guckt mal, hier habe ich nicht richtig zusammengezogen. Ne? Hier ist ein Loch. Hier ist keins. Ja, ist nicht so schlimm. Kein Problem. Kann man ja auch einfach nochmal einen Faden durchziehen, wenn man möchte. Ja, das sind meine zwei Decken. So, und jetzt kommt noch was. Und zwar habe ich mir was überlegt. Ich hatte ja eigentlich vor, in diesem Jahr noch ein paar Sachen anzuschlagen, aber irgendwie hatte ich die letzten Tage keine Lust. Ich stricke ja jetzt gerade an dem, ich muss noch was trinken. Ah, irgendwie bei dieser Heizungsluft, ne? Ich muss irgendwie immer viel trinken. Oder oft trinken. Eher oft als viel. Nicht die Haare mit trinken. Und gerade noch Haare gewaschen nach dem Joggen. So. Also, ich habe mir überlegt, dadurch, dass ich die eine oder andere Sache, die ich eigentlich noch angeschlagen haben wollte, nicht angeschlagen habe, kommt das mit in die Box. Ich werde nur eine Sache noch anschlagen, das erzähle ich euch morgen. Morgen nehme ich einen ganz normalen, regulären Podcast auf. Ich habe ja die letzten Tage jetzt auch an zwei Projekten weitergestrickt, das zeige ich euch dann morgen. Und ich werde jetzt diese Sachen, die ich eigentlich noch anschlagen wollte oder wo ich hundertprozentig sicher bin, die möchte ich gerne stricken, die packe ich auch schon in inzwischen leer gewordene Projektbeutel und da kommt auch ein Zettel in die Box. Und das wird sein. Deswegen habe ich das Tablet hier, weil ich euch die Anleitung direkt zeigen will. Das wird sein, der. Wie heißt der denn jetzt nochmal? Wartet mal. Nicht der Cumulus, sondern der andere. Jetzt kitzelt meine Nase. So. Also, zum einen. Der Chauncey von Isabel Krämer, wo das meiner Meinung nach aussieht wie Fledermäuse, den möchte ich stricken aus dieser Wolle hier, die ich schon länger mal bei der Steffi von Zauberkunstgarne bestellt habe. Zwar diese beiden zusammen. Ich habe die bestellt und war mir dann nicht mehr sicher, weil der Kontrast nicht so groß ist, ne? Aber ich glaube, das geht trotzdem. Vielleicht mache ich mal eine Maschenprobe einfach. So, das ist hier einmal, also es ist diese BFL Cash Silk, die ja so wunderschön weich ist. Einmal in Vintage Silver, wo ich jetzt auch die Tusche draus stricke und einmal in Tarantula. So. Daraus, also da mache ich ein Paket. Kann ich die eigentlich direkt mal hier rausnehmen, ne? Wenn ich das schaffe, ohne dass alles zusammenbricht. Das und das. So, ups, fällt doch was raus. Das ist der eine. Dann, warte, ich mache wieder auf Pause, es dauert sonst. Ja, jetzt habe ich weitergesprochen und ihr wart gar nicht da. Also, der Digori Wen von Isabel Krämer, den möchte ich auch noch stricken auf jeden Fall.
Da habe ich hier dieses Paket. Also, ich zeige euch nochmal die. Ach nee, das ist die falsche. Jetzt habe ich schon eine falsche mit dazu gehalten. So. Dann nur drei, das könnte aber knapp werden. Ne? Und das ist die, ja, Kontrastfarbe habe ich euch gezeigt. Das ist die von Steffis Wolle mit wieder eine Wolle mit Jack. Also es könnte wirklich ein bisschen knapp werden, ne? Mit den drei Knollen und dem Kontrastfarben. Dann nur die drei. Nee, ich habe noch einen vierten. Ich denke schon, dazu kann ich mich doch gar nicht vertan haben. Ich habe einen vierten. Ja, das reicht auf jeden Fall. So, das. Dann mache ich euch jetzt mal nicht aus, sonst passiert mir das wieder. Das hatte ich euch eigentlich schon gezeigt. Habe ich das überhaupt hier liegen? Nee, habe ich nicht. Also, ich nenne das jetzt einfach mal nur, oder? Nee. Da habe ich die Wolle jetzt hier nicht liegen. Den zeige ich euch mal kurz. Den Harlow-Sweater in einer Kombination aus der mit Wein gefärbten Wolle von Schmusewolle Seidenhimmel. Und der Seta Suri von Lana Grossa in Beige, in so einem Creme-Weiß. Die Kombination, den Harlow-Sweater. Dann den Storm-Sweater von Petite Knit. Das hatte ich euch vor kurzem erst gezeigt. Mit der Drops Daisy. Da wird ein Paket gemacht. Dann. Der Sophie-Sweater von Susanne Müller. Den will ich hier stricken aus der italienischen Wolle hier. Da habe ich mich gestern wieder geärgert über DPD. Die, wie heißt sie nochmal mit Vornamen? Heißt die Sarah von Sabri Design? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall gucke ich die auch total gerne. Und die hat ja auch immer so Ärger mit DPD, ne? Auf jeden Fall sollte gestern mein Paket kommen. Und dann stand da auf einmal, es konnte nicht zugestellt werden, weil die Adresse unbekannt ist. Und dann dachte ich, oh, Halleluja, ne? Es kommt ja aus Italien. Geht das jetzt wieder zurück oder was? Und dann habe ich heute Morgen nochmal eine Mail bekommen, wo ich die Adresse ändern konnte, also korrigieren konnte. Und dann habe ich gesehen, dass bei der alten Adresse einfach bei Straße statt einem SZ ein B war. Also Leute, ganz ehrlich, das haben die doch extra gemacht. Wenn ich das Paket auf dem Wagen habe und die hatten es ja schon auf dem Wagen, wenn da steht, nur noch so und so viel Stopps und es kommt um die in die Zeit, ne? Und dann steht da Straße, Strabe statt Straße. Dann kann ich das nicht zustellen? Alles klar. Ich hoffe, es kommt jetzt. Ich habe das jetzt korrigiert und ich hoffe, dass es jetzt auch kommt. So. Also, die will ich kommen mit ins Paket. Und noch einer, der letzte. Weil einen fange ich noch an, wahrscheinlich heute. Eine Sache. Aber das zeige ich euch dann morgen im Podcast. Weil der kommt ja nicht in die Box. Obwohl, ich weiß gar nicht genau, ob der dann auch noch in die Box kommt. So, der letzte. Was war denn jetzt der letzte? Ach ja. Der letzte, der noch mit in die Box kommt, ist der Golden Fern von Jennifer Steingass. Dieser wunderschöne Pullover mit Colorwork. Und den stricke ich aus. Diesen beiden wollen. Oh, ist das schön. Ist das schön, ne? Und wie die sich anfühlen, ne?
Das ist Rohrspatz und Wollmeise. Ich habe es richtig gesagt. 70% Wolle, 20% war das Kaschmir? Ich weiß das gar nicht mehr. Und 10% Polyamid. War das Kaschmir oder war das Seide? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, das ist so ein Blau. Just Wild. Wunderschöne Wolle. Und das ist hier die Twinny Cloud. Nee, die heißt anders. Wie heißt die denn nochmal? Twin. Die ist auch weich. Die habe ich auch schon mal verstrickt. Orient. So, die beiden zusammen. Ja, das wird auch ein Paket, das geschnürt wird. So, das war's erstmal. Das kommt alles in die Box. Und morgen mache ich noch einen regulären Podcast. Da zeige ich euch, was ich diese Woche so gestrickt habe. Und was ich heute vielleicht noch anstricke. Und ja, dann wird das morgen der letzte für dieses Jahr. Ja, nochmal ganz lieben Dank für eure vielen Kommentare und denkt dran, die mir Mails geschrieben haben oder so, dass ich erst noch nicht geantwortet habe zum größten Teil und dass ich die Sachen aber auch noch nicht verschickt habe. Ich hoffe, ich kriege das alles hin und komme nicht durcheinander. Es ist schon ganz schön viel und auch ein bisschen verwirrend, weil die Leute teilweise in die Mail nicht reingeschrieben haben, um was es geht. Da muss ich dann erst wieder in die Kommentare aus dem Video gucken. Ja, ich kriege das hoffentlich hin und sag euch dann Bescheid, wenn ich es verschickt habe. Und dann, wenn jemand was nicht bekommt, muss er sich bitte melden, dann finden wir eine Lösung. Aber ja, so stelle ich mir das vor. Ja, dann mache ich jetzt mal noch die letzten Zettel für die Box und pack noch die Tüten und dann sehen wir uns morgen wieder. Strickt schön, lasst es euch gut gehen. Bis morgen.